Kourtney Kardashian ist verlobt. Partner und Blink-182 Schlagzeuger Travis Barker ging am Strand der kalifornischen Stadt Montecito vor dem US-Reality-Star auf die Knie. Kourtney Kardashian, 42, ist verlobt. Blink-182 Schlagzeuger Travis Barker, 45, hat der ältesten Schwester des Reality-TV-Clans am Strand der kalifornischen Stadt Montecito offenbar einen Heiratsantrag gemacht. Kourtney Kardashian und Travis Barker haben sich verlobt. Auf Instagram veröffentlichte Kardashian ein Bild, das das Paar in einem Herz aus Blumen zeigt. Forever, auf Deutschem für immer, schrieb die Unternehmerin unter die romantische Aufnahme. Barker kommentierte den Post ebenfalls mit dem Wort Forever. Etliche Fans und FollowerInnen gratulieren, darunter auch Kourtneys Schwester Kim Kardashian, 40, die drei funkelnde Ring-Emojis postet. Passend dazu lüftet sie in ihrer Instagram-Story das Geheimnis um Kourtney Verlobungsring. In einer kurzen Videoaufnahme, die die frisch Verlobten zeigt, zoomt die Kamera auf ihren Ringfinger. Zu sehen ist ein großer ovalförmiger Klunker. Kourtney Kardashian und Travis Barker sind erst seit Anfang dieses Jahres ein Paar. Nach ersten Gerüchten im Januar machten die beiden im Februar mit einem Pärchenbild ihre Beziehung offiziell. Im Mai bezeichnete Barker das Model als die Liebe seines Lebens und tätowierte sich ihren Namen auf die Brust. Erste Ehe für Kardashian, die dritte für Barker, für Kourtney Kardashian wäre es die erste Ehe. Ohne Trauschein war sie von 2005 bis 2015 mit Scott Disick, 38, liiert, der ebenfalls in der Reality-Show Keeping Up with the Kardashians auftrat. Punkt. Das Paar hat gemeinsam drei Kinder, Mason, 11, Penelope, 9, und Rain, 6. Travis Barker war bereits zweimal verheiratet. Mit seiner zweiten Frau, dem Model Shanna Muakla, 46, hat er zwei Kinder. Die Ehe mit der ehemaligen Miss USA war Gegenstand der Reality-Show Meet the Barkers auf MTV. Travis Barker ist Drummer der Punkband Blink-182. 2016 wählte ihn das Rolling Stone Magazin zu einem der 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten.